Hey, Freunde, und willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Ach, der Floh durch deinen Schleimbock. Schleimblock ist es gerade wirklich so richtig cool geworden. Und zwar habe ich während meiner Ansage, hat mein Dings an mich rangesucht. Floh, ich bin fast tot. Ich bin fast tot. Hallo. Ja und? Ja, hallo. Was? Ja, okay, okay. Ich baue gleich dein Haus ab, dann mache ich auch. Ja und? Ja und? Juckt mich nee, nicht. Ich töte dich hier nicht mehr. Ich habe mich auch nicht erbauen. Da, Roman, komm mal her. Flo, wo bist denn du gerade? Hinter dir bin ich. Hier, guck mal, Flo. Flo, guck mal. Hey, Roman. Ja. Na okay, und? Na und? Siehst du, Flo, wie das weh tut? In der Seele. In der Seele tut es weh. Verstehst du? Roman, guck mal, was ich für dich hab. Ha, was hast du? Meine gebrochenen Herzen, die du jedes Mal zerstört hast, als ich meine 37 Level hatte. Dafür kriegst du ein Kokiri-Herz hier, bitteschön. Geil, dafür kriegst du das. Oh Mann, warte mal, kann ich das jetzt einfach so einsetzen und ich bekomme ein Herz mehr? Nein, du musst es zusammencraften, ja. Sehr cool, Alter. Hast du jetzt ein Herz mehr? Good. Ja, eins mehr. Hast du auch schon eins mehr? Ja, nee, ich will das nicht. Das ist voll nervig, wenn da noch eine Reihe ist, die nur halb ist. Ach, nee, das ist mega cool, Alter. Ich bin jetzt um einiges stärker als du. Und zwar ganze zwei Leben stärker. Und du bist übelst der Noob, Alter. Außerdem musst du... Ah, Dings, stimmt, wir haben ja in der letzten Folge... ja, haben wir. Was haben wir eigentlich in der letzten Folge gemacht, Flo? Wir machen nämlich gerade... Nur Müll, wie in jeder Folge. Ja, eigentlich... Hä, lass mal erinnern. Ja, stimmt. Wir haben den Brief von Joe bekommen, Alter. Aber den hast du vorgelesen. Nee, nicht Brief, Dings. Wir haben bekommen urgente Botschaft. Urgente... Zeig nochmal das Buch, um uns nochmal zu erinnern, um was es denn dort drin ging. Da haben wir urgente Botschaft. What the fish? Werte Zeitgenossen, Damen und Herren, blablabla, Elementarmeldung, artikulieren in Bezug, eingetretene Beobachtung. Roman, red doch mal bitte Deutsch. Wir sind kein Englischen. Meinem Domizil, Joe. Ja, das sieht gut aus, Flo. Ich glaube, das passt schon. Ja, sieht das ja, okay, sieht gut aus. Also, wir sollten, glaubst du, wir müssen zu dem rübergehen oder kommt der zu uns selber rüber? Und nee, der kommt schon. Warte, wir müssen erstmal hier ein bisschen enchanten, weil Leute schreiben mir die ganze Zeit, ich muss mit Spellbook enchanten. Dann bekomme ich so einen geilen Zauber, dass wenn ich sterbe, dass dann meine ganzen Spells, dass ich die trotzdem noch habe. Hä? Ich möchte mein Schwert enchanten, Alter, das ist mir doch voll egal. Das auch. Ich gehe gleich ein bisschen Obsidian farmen. Okay, mach das mal. Und ich in meiner Höhle, da gibt es bestimmt unten ein bisschen was. Ich muss hier noch ein bisschen Steine und rote Wolle, keine Ahnung, woher ich die habe, einsortieren. Ansonsten, Flo, wie war denn so dein Tag heute? Ja, mein heutiger Tag, der war sehr, 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 sehr cool. Achso, warte mal, Flo, wo bist du gerade? Ich bin gerade in mein Haus. Okay, warte. So. Die Matlocks sind voll geil, Alter. Wie viel hast du denn? Genug, Flo. Wollen wir das für den Rest des Lebens machen? Nee, um ehrlich zu sein, möchte ich nicht meine Aufnahme damit verschwenden. Das ist voll dumm, Alter. Warte, ich muss noch ein bisschen einsortieren. Warte, ich muss dich ein bisschen... Nee, Spaß. Warte mal, also holst du jetzt Obsidian? Weil wir wollen ja noch entscheiden. Ja, hol ich gleich. Weil, ich muss erst mal ja den Zelda-Item sortieren. Weißt du, was ich noch habe? Ich habe Zeldas Letter. Ja, das heißt... Zeldas Brief, aber irgendwie macht der nichts. Da steht einfach nur, dass es ein Brief ist, aber selber bringt der ja nichts. Also der ist einfach nur da. Dann habe ich noch 21 Bücher, ein paar Diamantorinos. Sag mal, wie viele Diamantorinos brauchen wir für ein Enchantment-Table? Boah, Alter, Leute, ich sterb gleich. Dings. Ja. Oh shit, ich muss aufpassen. Laufen mit Pegasus Boots meine Dings runter. Okay, easy peasy. Einfach weh gedrückt lassen. Lol, what the fish. Ja, aber so viel Schaden kriegt man jetzt auch nicht. Ich bin auf ein Herz unten. Ja, nee, du musst länger fliegen. Ne, ja, also springst du auch währenddessen? Oder? Hä, nee, ich flieg da gar nicht so lange. Ja, ich bin jetzt voll down deswegen. Warte mal, wenn man jetzt hier hochläuft und die ganze Zeit Leertaste drückt, kommt man dann schneller hoch? Oder? Nee, tut man nicht. Aber so hochlaufen? Nee, das geht auch nicht schnell. Hä, mit dem Pegasus hochlaufen bringt gar nichts, Flo. Ja, jedenfalls, ich werde hier einfach ein bisschen rumsuchen und ob sie denn schauen. Redstone habe ich gefunden. Oh ja, Mann. Flo, Dings, wir haben auch letztens ein Thema reinbekommen, dass ein Zuschauer uns fragt, sag mal, wie finden wir das eigentlich, wenn uns andere Fans so Fanarts und sowas machen? Und da wollte ich mal ein bisschen Bezug drauf nehmen. Wie findest du das denn, Flo, wenn dir jemanden... Alter, Fanart, das ist das, was man als YouTuber am meisten feiert. Ja, das wenn ist Zuschauer tatsächlich cool. Irgendwie mit Bildern oder Fanart mit einer Serie oder so interagieren.
Das ist übelst cool, gell? Wenn man zum Beispiel, wenn wir irgendwie sehen, in der Folge ist irgendwas richtig Cooles passiert mit Joe oder sowas, ja? Dann gibt's da dann Leute, die fangen dann an zu malen und so ein Scheiß. Die malen dann irgendwelche Geschichten. Oder ich kann mich noch ganz gut erinnern, auf Twitter haben wir sofort ein Bild bekommen nach dieser Schatz-Atlantis-Folge. Da, stimmt, das war cool. Ja, da sind wir so runtergegangen, haben diesen Atlantis-Schatz gefunden und ich wollte das unbedingt sehen, ja? Aber du hast mich nicht gelassen. Und dann bin ich ertrunken, ne? Und dann hat da ein Mädchen uns gezeichnet, wie ich irgendwie an die Kiste rangehen will mit meiner Puppe und du hältst mich mit einem Arm so weg, als ob ich so ein Knirps wäre. Das war ganz cool, ja. Das ist wirklich, okay, immer, wenn man sowas sieht, ist man mega Dings, mega froh darüber. Das heißt, wenn ihr Bilder malt oder so, darüber freuen wir uns mega. Genau, genau. Also allgemein, wenn man die auf Twitter bekommt oder ich weiß nicht, wir haben nicht so viele Social Media, wo man das schicken kann, oder? Ja, wir haben Twitter, also ich habe Twitter, Facebook, ne? Dann, du hast kein Facebook, ne? Nope. Da war ja was. Flo hat nämlich kein Facebook. Instagram haben wir auch nicht. Doch, Instagram habe ich. Ich habe Instagram, aber ich benutze es nicht. Flo, gehen wir jetzt eigentlich jetzt mal irgendwann mal los zu Joe, weil irgendwie, der hat uns doch gerufen. Ja, auf geht's. Ja, komm, auf geht's, warte. Warte, ich verzauber mir noch eben kurz meinen Helm und dann gehen wir los. Weil vielleicht kriege ich ja unter Wasser atmen auf den Helm, das wäre mega cool. Light Pierce ist immer noch interessant, ich weiß nicht, was das ist. Nein, Protection 1 habe ich bekommen. Aber, Leute, glaubst du, wir können unsere Schuhe verzaubern, damit wir dort Feather-Falling drauf bekommen? Das wäre mega cool. Hey, das ist eine gute Idee. Geht nicht, Flo. Nein! Keine Chance, leider. Oh nein, Mann. Ich hätte voll gerne diese Dings gehabt, das wäre mega witzig gewesen. Allerdings, ich war auch noch mit der Rüstung. Lauf schon los. Okay. Kommst du dann hinterher? Ja, wo will denn der uns überhaupt treffen? Ich nehme aus dem Ponyraum an. Ah, stimmt, ich gehe mit meinem My Little Pony. Ich reite sogar. Das ist mega geil, Alter. Diese Ponys sind mega praktisch, Mann. Die sind wirklich tatsächlich mega cool. Die sind sau schnell, ey. Ja, okay, gut, man ist jetzt mit Pegasus. Also, die laufenden Ponys, die ich jetzt gerade habe, sind halt mega wack, ne? Die braucht halt kein Mensch. Warte, Schleim kommt. Alter, Roman, das ist ein pinkes. Ja, Mann, mal. Sag ich ja, My Little Pony, Alter. Bis zum geht nicht. Alter, Roman, ich komm nach. Warte. Easy peasy lemons. Warte mal, weißt du was? Ich fliege einfach. Das Pinke, was ich habe, ist der letzte Schrott, Mann. Nein, das ist auch kacke. Nee. Nein, ich habe das mit Flügeln weggemacht. Nein. Oh, jetzt kommt wieder. Nein. Oh, das dauert so lange, bis man... Bitte mit Flügeln. Danke. Nein, Robert, das ist unfair. Yeah. Flo, du bist voll... What the fish? Flo. Ich glaube, die Infection ist ein bisschen röter, als ich sie in Erinnerung habe. Hatten wir die nicht am Berg gesehen? Alter Flo, hast du sie irgendwie... LOL, wie groß ist die? Ja. Flieg mal hoch. Das meint... LOL, zeig mal. Flo, wieso ist die so riesig? Ich weiß es nicht, die breitet sich aus. Flo, das ist kein Ausbreiten mehr, das ist ein bisschen mehr als Ausbreiten. Kannst du mir mal bitte erklären, wieso das so riesig ist? Hier ist rotes Gras! Alter Vater, hier ist rot. Alter Flo, hier wurde Wasser ersetzt durch Blut. Was ist das für ein Biom, bitte? Da will ich lieber nicht ran. Alter Vater Flo, hier war alles grün und schön. Guck mal, hier hat sogar Holzfäller Joe noch damals... Redland Woodlock. Warte mal, chill mal ganz kurz, ich muss kurz mit dem Pony einfangen. Guck mal, hier hat sogar Dings, Joe doch damals gefällt, Alter. What the fuck, Flo? Wieso ist hier alles voll? Ich hab keine Ahnung, Roman. Alter Vater Flo, das sieht mega gruselig aus. Lol, Roman. Ja? Ist war eigentlich dein Bunker? Labor noch da? Lol, wieso ist hier auf einmal eigentlich Wasser? Roman? Wo ist die Tür? What the fish, Flo? Hä? Das war doch hier, oder? Warte mal. Wo war denn das? Hä? Flo, das war hier. Lol, Flo, hier ist jetzt auf einmal Obsidian. Lol. What the fish? Und bis dahin ist die Dings nicht gekommen. Hier sind Erze. Echt jetzt? Sind da neue? Das sind neue Erze da. Echt? Bau mal ab, Alter. Oder gib mir mal eine Spitzhacke zum Abbauen. Ich hab nämlich keine. Wie kann man keine Spitzhacke haben? Du spielst Minecraft. Ich hab einen Boomerang, Flo. So. Ja, nimm doch den geilen Boomerang zum Abbauen. Ich weiß nicht, ob das geht. Mit den anderen Eisen und so geht das nämlich nicht. Nö, das geht nicht. Hä? Was braucht man besser als dir? Weiß ich nicht. Wo bist du gerade explodiert? Oh, ich habe keinen Kühl. Ich muss gerade husten. Ja, okay, da habt ihr einen Husten im Flo. Ich hoffe, bin ich der richtige Minute. Das war so cool. Es hat sich einfach so angehört, als ob du explodierst. Alter, wie geil war das denn? Alter. Okay.
Lass mal in sein Haus schauen. Okay, warte, ich komme hinterher. Also, ob es irgendwas Neues hier gefahren hat heute? Nee, oder? Nee. Siehst du ihn irgendwo? Nee. Schau mich mal um. Sag mal, gibt's hier nicht auch irgendwie Höhlen oder sowas? Ich möchte mir das nochmal ansehen, Flo. Ach doch. Hier müsste es doch noch irgendwas mehr geben, außer irgendwie dieses Dings. Guck mal, hier gibt's Höhlen, glaube ich. Gibt's Höhlen? Na ja, wie man es nimmt. Also so kleine. Hatten wir nicht diese eine Höhle, wo wir hier rausgekommen sind? Stimmt, lass da mal reingucken. Aber wo waren das nochmal? Kennst du den Eingang? Ja, hier. Au. Aua, lol. Ah, da. Ist sie das hier? Yes. Alle, lol, Roman, gibt dir, wie sie das verändert hat. Lol, hier ist einfach alles rot geworden. War hier eigentlich alles schon rot, als wir rausgegangen sind? Glaub nicht, oder? Ich weiß es nicht. Das ist tatsächlich sehr interessant. Ja, sehr interessant. Dings, ne? Richtung ja, da geht's nochmal runter. Ich will auch ehrlich gesagt nicht runtergehen, weil es sind diese komischen Monster. Das stimmt allerdings, da wollen wir auch nicht hin. Hä? Aber what the fish, Flo? Wieso verbreitet sich das so schnell? Und was brauchen wir Ahnung. Bitte schön, um Dings zu machen? Um dieses neue Ohr abzubauen? Ich was weiß es auch nicht. Was für eine Spitzhacke? What the fish? Dort hinten ist er, Joe? Wo? Ist er in seinem Haus? Hier. Wo denn? Ah, warte, wo bist du denn? Ich bin bei einem Aum und bei so einem Witch. Ach, ich sehe dich. Wo ist er denn? Dort hinten. Aber Achtung. Zeig mal. Ja, ich sehe ihn gar nicht. Ah, da hinten. Ja, lol, der fällt da tatsächlich gerade. Sag mal, macht der eigentlich... Der macht echt nichts anderes, habe ich das Gefühl. Irgendwie sehen wir den die ganze Zeit ein Holz fällen, ja? Und nebenbei die ganze Zeit noch irgendwie... Roman, was soll ich glauben? Beschwören. Ja, nee, ich glaube, der weiß sogar gerade, dass wir hier sind oder irgend sowas. Denkst du wirklich? Lass mal sein Tagebuch lesen. Ich weiß nicht. Jedes Mal, wenn wir hier sind, dann tut er so scheinheilig. Und wenn wir weg sind, dann macht er Dämonen, Chagot. Ich wäre voll dafür, dass wir Dings. findet ihr? Ja, stimmt. Glaubst du, das ist dem aufgefallen, dass ihr den geklaut habt? Ich will aufpassen, Roman. Schau nach, ob der kommt, Flo. Schau nach, ob der kommt. Ich lese so lange das Tagebuch. Mal gucken, ob der jetzt was Neues reingeschrieben hat. Was war denn der letzte Tag, den er reingeschrieben hat? 2763. Ich glaube nicht, dass er was Neues reingeschrieben hat. 2764. Wir waren doch eben erst bei dem. 2766. Haben wir das schon gelesen? Hochachtung voll und exzellent strahlendes Tagebuch. Du Wegbreiter meiner universalen Präsenz. Heute trug sich eine wahrhafte repräsentative, ja geradezu konstitutive Revolution zu. Es haben wohl tollkühne Genossen meinen urmäßigen Bunker betreten. Das haben wir doch noch nicht gelesen, oder? Ich weiß es nicht. Gehen wir von hinten zurück. Da siehst du es, glaube ich, eh. Tatsächlich, hier ist was Neues. Ja, 2767. Hallo, ist er? Ach, hier. Hochachtungsvolles Tagebuch. Der tollkühne Peter bedingt eine Influenza, eine exorbitante Infektion. Mein harmonisches, in zartem B-Dur erklingendes Abendland führt sich in ein radikales, monotones, nahezu homogene, anmutendes Gewand. Seine Seele entfacht sich weiterhin, doch die Expansion bedarf zwei weiterer mystischer Geschichten. Arazul und Chaosflo, sie müssen final verenden. Oh, shit, sie rufen wahrhaft nach einer Intervention. Ihr Tod impliziert einen Schlüssel für die extensive Infektion und Vollendung meines sanft weichen Portals. In was? Todeshunger Joe. Flo, ich habe das leichte Gefühl, dass es inzwischen irgendwie gar nicht mehr so witzig ist mit dem, sondern dass der tatsächlich schon langsam unseren Namen in sein Tagebuch reinschreibt. Roman. Ja, das ist irgendwie... Die Leute haben auch geschrieben, dass sie denken, dass Joe, Dings, dass der uns opfern will. Flo, oder so. Glaubst du, diese zwei Stellen, wo wir in seinem Labor waren, dass die jetzt inzwischen... ich lege mal sein Tagebuch wieder rein, das fällt bestimmt nicht auf, dass das ganze Holz weg ist. glaubst du jetzt, dass diese zwei Stellen, wo wir uns drin versteckt haben, dass die tatsächlich für uns bestimmt waren? Keine Ahnung. Alter Flo, das ist nach einer Zeit einfach mega gruselig, Alter. Was sollen wir jetzt machen? Ich weiß es nicht. Aber wir müssen mit ihm reden, oder? Ja, bestimmt, Alter. Lass mal machen. Aber ich will nicht gerne mit ihm reden... wenn der irgendwie sowas Komisches erschreibt. Digga, was glaubst du, was denkt der? Willst du reden? Warte, hast du das Buch mit von ihm? Dieses, Dings? Sein Tagebuch? Nee, und die Nachricht, diese urgente Botschaft. Nein, urgente Botschaft habe ich nicht dabei, aber da steht... Was hat er dort gesagt? Ja, dass der uns ein bisschen was an Fragen stellen möchte. Wahrscheinlich fragt er uns irgendwie, was so abgeht und sowas. Also, was abgeht. Roman! Ja? Fragen stellen! Ja, wahrscheinlich stellt er Fragen, Flo. Fragen stellen!
Lol, denkst du jetzt tatsächlich, dass... Da kommt, da kommt, da kommt, da kommt, da kommt! Ah!